In Alemann, heute ist es Essen gegen MSV Duisburg. Selbe Resultat wie gegen Bayern München. Ja, also wir sind alle ein bisschen enttäuscht natürlich, haben uns mehr erhofft, vor allen Dingen, weil wir gegen Bayern München meiner Meinung nach ein richtig starkes Spiel abgeliefert haben, aggressiv waren. Ja, wir haben heute all das irgendwie vermissen lassen, sind gar nicht richtig in die Zweikämpfe gekommen und ich glaube, so spielte sich das Spiel so ein bisschen im Mittelfeld ab und war für die Zuschauer sicherlich auch nicht das schönste Spiel. Aber das ist ein Derby, 0-0. Ja, 0-0, klar, wir haben kein Tor reinbekommen, aber ein Derby will man immer gewinnen. Und wenn man das nicht gewinnt, gerade auch unter den Voraussetzungen, wir wollten unbedingt uns absetzen von dem Rest, sage ich mal, von den Platz 6 bis 12 und das ist uns nicht gelungen und ja, absolut enttäuschend. Und dann nächste Woche geht es weiter. Wie sehen Sie das? Ja, in Potsdam müssen wir einfach wieder die gleichen Tugenden an den Tag legen wie hier gegen München. Also ich denke, wir können das auch. Wir müssen auch endlich mal wieder ein Tor schießen. Wir müssen aggressiver sein und es ist das letzte Spiel in diesem Jahr und da müssen wir nochmal alles geben. Da gibt es kein Wenn und Aber, da muss was passieren, auf jeden Fall. Okay. Dankeschön, viel Glück. Alles klar, danke. Okay. Tschüss.